Die vorletzte Gemeinderatssitzung im politischen Zyklus der Stadt Schwechat fand diesmal in einer verkürzten Version statt. Man reagierte damit auf die sich zuspitzende Corona-Lage. Um eine Woche verspätet wurde die 465. Gemeinderatssitzung abgehalten, dieses Mal wieder im Festsaal des Rathauses. Hauptthema war der Nachtragsvoranschlag 2021. Dieser wurde mit einer soliden Mehrheit beschlossen. Einzig die Grünen stimmten dagegen. Also wir Grünen haben auch dem Voranschlag 2021 nicht zugestimmt. Es war damals unsere klare Forderung, dass wir eigentlich ein gutes Konzept, eine neue Strategie brauchen. Die fehlt uns. Wir sehen, dass wir momentan etwas ein bisschen führungslos durch unseren Finanzhaushalt navigieren. Also wir brauchen eine klare Linie, wie wir unter Corona-Rahmenbedingungen, das heißt mit eingeschränkten Einnahmen, vor allem die Einnahmenreduktion, die uns ja im Haushalt sehr, sehr wehtun, wie wir da vorgehen. Das ist bis heute, hat sich das nicht verändert, und es wurde zwar zu Jahresbeginn eine Finanzgruppe ins Leben gerufen, die hat dann fünfmal getagt und ist dann friedlich entschlafen, wurde vor zwei Wochen wieder aufgegriffen, aber hier wird über Kleingeld gesprochen, über fünfstellige Beträge von 10.000 Euro, 20.000 Euro, die wir sparen müssen. Wir reden hier aber von 10 Millionen Euro im Jahr, die uns abgehen, auch wahrscheinlich die nächsten Jahre noch. Also wir fordern da schon, dass es endlich ein neues Finanzkonzept vorgelegt wird. Die ÖVP hat dem Nachtragsvoranschlag zugestimmt, jedoch mit Vorbehalt. Wir waren beim Nachtragsvoranschlag dafür, genauso wie wir beim Budget dafür waren, allerdings bei beiden unter der Voraussetzung, dass die von der Frau Bürgermeisterin besprochene und versprochene Finanzrunde, also eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem künftigen Budget beschäftigt, auch tatsächlich stattfindet und dort auch ernsthaft gearbeitet wird und Lösungen für die Krisensituation, in die sich die Stadt befindet, gemeinsam mit der Opposition erarbeitet werden. Die Finanzgruppe war vor wenigen Wochen wieder aktiv, und ich stehe auch dazu, dass über den Sommer diesbezüglich ein bisschen Pause war, und ich verstehe auch grundsätzlich den Wunsch und die Forderung, dass wir da mehr miteinander reden, aber das, was hier als große Würfe gewünscht ist, die kann man halt nicht in der Sekunde werfen, weil da geht es um wirklich große Themen, wo halt ganz viele Dinge abgeklärt werden müssen, und das kann und muss ich nicht mit jedem Gemeinderat besprechen. Ich habe aber versucht, bei diesem Punkt auch anzumerken, dass ich wirklich äußerst bemüht darum bin, nicht diese Alleinregierung raushängen zu lassen, sondern mit allen gemeinsam zu tun. Und wie gesagt, wenn ich mal anschaue, wie manche andere Kollegen mit ihren sozusagen Minderheitsfraktionen umgehen, dann glaube ich, dass wir als Schwächert auch in dem Bereich ein Vorzeigemodell zeigen. Und wenn die Kollegen dann immer noch unzufrieden sind, tut mir das zwar persönlich sehr leid, aber ja, man kann es nie immer allen recht machen. Wir bemühen uns redlich, und es wird diese Gruppe auch weitergeben. Aber klar ist, dass wenn letztendlich wir tragen müssen, denn wenn irgendwas daneben geht, gehört es auch denen, die es gerade zu entscheiden haben. Muss man halt auch aushalten, wenn man ab und zu am Weg vielleicht nicht überall dabei sein kann. Da sitzt jede Fraktion, da sitzt der Clubobmann der Fraktion und die zuständigen Verwaltungsbeamten und die Stadträte. Aber noch einmal, wir haben super begonnen in der Gruppe, und dann ist er zeitlang eingeschlafen. Jetzt geht es wieder los, und wir brauchen einfach mehr Schwung, damit wir fürs nächste Budget auf jeden Fall hier Ergebnisse liefern, damit wir dann auch dem Budget zustimmen können, weil sonst sehen wir uns gezwungen, dem zukünftigen Budget nicht mehr zustimmen zu können. Ich hoffe, dass das ein bisschen in Schwung kommt. Jetzt war es ein bisschen mal so ein mehr oder weniger ein Informationsgespräch. Mein Vorschlag wäre in die Richtung, dass wir das auch moderieren lässt. Wir haben seinerzeit vor 7 Jahren, wie die Grünen in die Regierung gekommen sind, einen externen Berater geholt, der uns sehr gut geholfen hat, die Finanzen quasi auf neue Füße zu stellen. Das Resultat, dass wir innerhalb von 5 Jahren über 20 Millionen Rücklagen geschaffen haben und einen guten Finanzpolster geschaffen haben, von dem die Stadt jetzt noch profitiert. Und ich denke, wir sind in einer ähnlichen Situation. Wir sollten wieder uns einen Moderator holen, einen Berater holen, der uns Möglichkeiten aufzeigt, wie die Stadt sich entwickeln kann. Grundsätzlich ist man im Gemeinderat mit dem Nachtragsvoranschlag zufrieden.
Das Nachtragsbudget ist ja nur im Vergleich zu dem eigentlichen Budget wenig dramatisch. Allerdings das Budget an sich natürlich bedingt auch durch die Corona-Situation und den Einbruch der Kommunalentnahmen ist weiterhin dramatisch. Und hier müssen wir halt gemeinsam versuchen, diese Krise als Chance zu nutzen. Und das hat vielversprechend begonnen, ist jetzt mittlerweile ein bisschen eingeschlafen und deswegen brauchen wir ganz einfach mehr Schwung in dieser Arbeitsgruppe wieder, damit da was ordentlich weitergeht. Das ist an sich ein erfreulicher Nachtragsvoranschlag, weil es nicht ganz so dramatisch ausgegangen ist, wie die Corona-Krise erwarten hätte lassen. Und alles andere wird im Umlaufbeschluss behandelt, weil wir nicht länger als notwendig in geschlossenen Räumen beieinander sein wollen, angesichts der derzeit wenig erfreulichen Infektionszahlen. Auch zwei Dringlichkeitsanträge wurden vor der Sitzung abgelehnt. Der erste wurde von Gemeinderat Paul Haschka von den NEOS eingebracht und betraf das Thema Klimamonitoring in der Stadt. Also der Dringlichkeitsantrag wurde zunächst einmal formal abgelehnt, das heißt, die Dringlichkeit wurde nicht zuerkannt. Insgeheim ist die Dringlichkeit aber schon zuerkannt worden, weil der Antrag an den Ausschuss verwiesen worden ist und es war der Stadtgemeinde Schwechat halt ein bisschen zu mühsam, die geforderten relativ umfangreichen Daten zu erheben oder zu bereitzustellen. Wir sind dafür, dass möglichst viele Zahlen, die das Klima betreffen, gesammelt auf der Website veröffentlicht werden. Natürlich nicht nur auf der Schwechater Website, sondern auf allen anderen Gemeinden, die sollten das natürlich auch machen. Aber Schwechat sollte mit gutem Beispiel vorangehen als größte Stadt im Bezirk. Und Sie vermissen da ein paar Daten, die erhoben werden sollten? Also es geht insgesamt um den ökologischen Fußabdruck, also wie viel CO2 wird produziert, wie wird geheizt, wie viel Strom wird aus Photovoltaik gewonnen, wie viel Strom wird normal sozusagen erzeugt, was sind die Kosten, eben das Ziel, damit die Klimaneutralität leistbar bleibt. Und wir müssen eben schauen, wie gut sind wir, wo sind wir, auf welchem Weg und was kostet es. Und wie können wir möglichst günstig in Privathaushalten, auf der Wirtschaftsseite und natürlich auf der Gemeindeseite auch die Klimaneutralität erreichen? Stadtrat Wolfgang Zistler von der FPÖ brachte einen Dringlichkeitsantrag über ein Konzept für ein mögliches Blackout-Szenario ein. Mir ist es sehr wichtig, dieses Thema als zuständiger Stadtrat für Zivilschutz. Ist es natürlich ein Anliegen, dass wir vorbereitet sind auf dieses Szenario. Und ich wollte heute feststellen, dass wir ein Blackout-Konzept erstellen für die Gemeinde. Die Bürgermeisterin hat das mehr oder weniger als Chefsache deklariert, will es mit mir gemeinsam machen. Daher bin ich heute zurückgepfiffen worden und sämtliche Fraktionen haben diesen Dringlichkeitsantrag abgelehnt. Sie waren ein bisschen verärgert. Ich war etwas verärgert, weil man dachte, es ist doch sehr wichtig, die Geschichte. Man sollte es nicht auf die Schulter nehmen. Und man müsste sich vorbereiten darauf und auch die Bürger informieren. Somit ging die 465. Gemeinderatssitzung in rekordverdächtiger Zeit über die Bühne. Die Punkte 4 bis 25 auf der Tagesordnung wurden abgesetzt. Und es ist ein Umlaufbeschluss. Die Punkte, die jetzt noch gekommen wären, werden im Umlaufbeschluss quasi auf dem Formular ausgefüllt von den Kollegen und Kolleginnen und bis Montag eingereicht und dann ausgewertet.